Er hat Geschichte geschrieben. Deutsche Geschichte, europäische Geschichte. Das Land, sein Land, hat ihm viel zu verdanken. Ich habe Spenden entgegengenommen. Aber es gibt noch eine Geschichte von Helmut Kohl. Jetzt hören Sie bitte zu. Und die ist weniger strahlend. Sie führt tief in die Vergangenheit der alten Bundesrepublik. Es ist die Geschichte von Macht und Machtmissbrauch. Für diesen Film kann auf ein ausführliches Interview zurückgegriffen werden, das Helmut Kohl im Jahr 2003 über 4 Tage gegeben hat. Viele Passagen sind bislang nicht veröffentlicht. Auch über die Spendenaffäre von 1999 hat Helmut Kohl damals gesprochen. Das waren 4, 5 Leute und denen habe ich dann versprochen, dass ich das für mich behalte. 4 oder 5? Helmut Kohl wirkte damals auffällig ungenau. Helmut Kohls Darstellung hat Wolfgang Schäuble schon sehr früh angezweifelt. Aber erst im Jahr 2015 präsentiert der langjährige Vertraute von Helmut Kohl seine Version der Geschichte. Ja. Wir waren die Spender von Helmut Kohl. Es gibt keine. Es gibt keine. Ja. Wieso? Na, weil es aus der Zeit von Flick schwarze Kassen gab. Schwarze Kassen? Flick? Es gibt Dokumente, die den Aufstieg und die Kanzlerschaft von Helmut Kohl in einem anderen Licht erscheinen lassen. Für diesen Film liest ein Schauspieler aus diesen Dokumenten, etwa Briefe und Aktenvermerke, vor. Viele von ihnen wurden von Staatsanwälten sichergestellt. Wir haben ihm allen Dreck und Scheißkram vom Halse gehalten. Wir haben ihn aus jedem Feuer herausgeholt. Ich habe für ihn gelogen, damit er Kanzler bleiben konnte. Der Aufstieg des Politikers Helmut Kohl beginnt in Rheinland-Pfalz in den 60er Jahren. Helmut Kohl gilt damals als junger Wilder, als Mann, der seine Partei, die CDU, modernisieren will. Kohl kann gut reden, hat eine robuste Gesundheit und ist überaus ehrgeizig. Der junge Helmut Kohl gilt als Hoffnungsträger der Konservativen. Der hat auf die Leute Eindruck gemacht durch Erscheinen und durch viele persönliche Beziehungen. Es ist die Zeit der Männerrunden. Im Dorf Hartgenstein im Hunsrück lädt Helmut Kohl einflussreiche Männer zur Jagd. Der Daimler-Manager Hans-Martin Schleyer gehört zu Helmut Kohls Jagdgesellschaft, der Pfleg-Manager Eberhard von Brauchitsch. Später wird auch Kurt Biedenkopf dazustoßen. Ich glaube, dass bei den Jagdgesellschaften nicht nur wild geschossen wurde, sondern wie bei allen Jagdgesellschaften nachher auch fröhliche Runden stattfinden. Es hilft halt der Politik, wenn man sich wechselseitig kennt. Kohls Dudes-Freund Eberhard von Brauchitsch ist ein besonders gern gesehener Gast. Denn er verteilt seit Jahren großzügig Spenden an ausgewählte Politiker. Nicht ohne Hintergedanken. Herr von Brauchitsch war weitgehend derjenige, der diese ganze Spendenorganisation aufgebaut hat und aufbauen lassen. Und hat dann, war ein wesentlicher Faktor auch in der Beeinflussung der Politik. Er suchte ja auch die Nähe von Politikern wie Helmut Kohl. Eberhard von Brauchitsch, rechts im Bild, handelt im Auftrag von Friedrich Karl Flick, einem der mächtigsten Industriellen Deutschlands. Schon seit vielen Jahren zahlt der Flick-Konzern Spenden an Politiker. Doch von Brauchitsch organisiert das Spendensystem neu. Immer mehr Geld für immer mehr Politiker. Helmut Kohl ist für das Haus Flick von besonderem Interesse. Denn seit 1969 ist Kohl Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, mit 39 Jahren. Kohl versammelt Vertraute um sich, die ihm loyal ergeben sind. Von Anfang an dabei die junge Büroleiterin Juliane Weber,
Der Pfälzer Helmut Kohl, das spüren die Flick-Leute, hat Perspektive. Denn Kohl will höher hinaus. Er greift nach dem Vorsitz der Bundes-CDU. Sein Problem? Jemand anders ist Anfang der 70er Jahre CDU-Chef. Rainer Barzel. Kohl steht vor einem Machtkampf. Rainer Barzel, wir hatten kein gutes Verhältnis miteinander. Aber ich glaube nicht, dass das primär darauf beruht, dass wir uns als Konkurrenten empfunden haben. Sie haben halt einfach im Leben eine Situation, die Angelsachsen sagen, da stimmt die Chemie. Das heißt also, man kann mit jemand oder man kann nicht. Ich glaube, wir konnten beide miteinander nicht viel anfangen. Bald schon kommt Kohls Chance. Rainer Barzel scheitert 1972 bei dem Versuch, Willy Brandt als Bundeskanzler abzulösen. Barzel ist angeschlagen, aber er will den Kampf nicht aufgeben. In dieser Phase mischt sich ein weiterer Konzern in die Politik ein. Wie Flick sitzt der Mischkonzern Henkel in Düsseldorf. Sein Geschäftsführer Kurt Biedenkopf gilt als strategischer Kopf, der nicht nur die Gewinne seines Konzerns im Blick hat, sondern auch die große Politik in der Hauptstadt. 1973, als in Bonn der Kampf um die CDU-Spitze tobt, tauscht sich Biedenkopf mit seinem Kollegen von Brauchitsch vom Flick-Konzern aus. Die beiden schmieden einen Plan. Wie eine Gesprächsnotiz von Eberhard von Brauchitsch belegt. Entschlossen zur Aktion Kohl. K. wird nicht überrascht sein. Anwaltskanzlei als Spendensammelbecken. Aktion Kohl? Spendensammelbecken? Eine geheimnisvolle Verabredung. Was können die beiden Industriekapitäne aus Düsseldorf dazu beitragen, dass Helmut Kohl Parteichef wird? In diesem Frühjahr 1973 erhält Kohl einen Brief von Henkel-Manager Biedenkopf. Kohl wird über den Plan unterrichtet, noch CDU-Chef Barzel den Rückzug zu erleichtern. Was Herrn Dr. Barzel anbetrifft, habe ich meine Hilfe bei der Lösung der sozialen Frage in Aussicht gestellt. Es scheint mir wichtig zu vermeiden, dass Herr Dr. Barzel zu einem sozialen Fall wird. Alles Weitere telefonisch. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Kurt Biedenkopf. Rainer Barzel oder Helmut Kohl? Als sich die Fraktion von CDU und CSU gegen Barzel auflehnt, legt dieser am 9. Mai 1973 entnervt den Fraktionsvorsitz nieder. Doch noch zögert Barzel, den Parteivorsitz an Kohl zu übergeben. Wieder mischt sich Henkel-Manager Biedenkopf wegen Barzel ein und schreibt kurz darauf an den Flick-Manager. Lieber Herr von Brauchitsch, Herr Dr. Barzel hat mich am 6. Juni zu einem einstündigen Gespräch empfangen. Ich habe angedeutet, dass wir in jeder Hinsicht bemüht sein werden, Auffangpositionen für ihn zu entwickeln. 6 Tage später ist die Schlacht geschlagen. Rainer Barzel gibt auch den Parteivorsitz auf. Der Weg für Helmut Kohl ist jetzt frei. Und dann habe ich allerdings mich um Parteivorsitz beworben, weil Barzel ja auch als Parteivorsitzender dann ging. Helmut Kohl wird CDU-Chef. Er ist am Ziel. Ein Etappenziel. Auch die Manager in Düsseldorf können zufrieden sein. Es gab einen Briefwechsel zwischen Eberhard von Brauchitsch und Kurt Biedenkopf. Die nannten das Aktion Kohl. Ja, ich meine, wenn also ein Konzern wirklich sich anmaßt, auf solche wichtigen Entscheidungen durch Einfluss zu beeinflussen und eben nicht nur durch gutes Zureden oder durch Argumentation, sondern durch materielle Zuwendung, dann ist das schon ein Vorgang, der die Demokratie und die demokratischen Prinzipien massiv in Frage stellt. Nicht? Die Aktion Kohl geht weiter. Kurt Biedenkopf wechselt als Kohls Generalsekretär in die Politik. Doch sein Gehalt soll geheim bleiben. Ein Mitarbeiter der CDU-Geschäftsstelle gibt später zu, dass Helmut Kohl ein Anderkontensystem zur Verfügung steht, um daraus etwa das Gehalt des neuen Generalsekretärs zu bezahlen. Es ist der erste Hinweis darauf, dass Helmut Kohl inoffizielle Kassen nutzt.
Der neue CDU-Chef lässt Konten mit vertraulichen Mitteln aus Barspenden führen. Kurt Biedenkopf wollte für diesen Film kein Interview geben. Jahrelang gestalten Kohl und er die CDU nach ihren Vorstellungen. Und Helmut Kohl weiß, dass viel Geld für seine Pläne vorhanden ist. Nicht nur die reguläre Parteikasse, sondern auch das geheime Spendengeld der Industrie. Kohl hat oft vom Bimbes gesprochen, das war das Geld. Bimbes als Mittel zum Zweck. Zu welchem Zweck? Ja, seiner politischen Einfluss, seine politische Macht, die Macht der CDU zu sichern und zu verstärken. Für ihn war Geld, war Bimbes auch so ein Kampfinstrument. Für Helmut Kohl hat Bimbes keinen schlechten Geruch. Der CDU-Politiker glaubt stets, dass die Sozialdemokraten wegen Wiedergutmachungen nach dem Krieg besser gestellt sind. Und dass er dieses Ungleichgewicht mit Spenden der Industrie ausgleichen müsse. Wie er es fertig bringt, dass er seine Leute in der Öffentlichkeit über unser Geld reden und er hat's. Und außerdem dürfte er einer der wenigen sein, die wissen, wie so ein armer Gewerkschaftsführer wie Loderer zu Freunden kommt, die 100.000 Mark spenden können. Nicht nur die CDU steht auf der Spendenliste des Flick-Konzerns. Auch Helmut Kohl persönlich. Wie Jahre später ans Tageslicht kommt. 1973 Kohl 100.000 D-Mark, 1974 wegen Kohl 50.000 D-Mark, 1975 wegen Kohl 50.000 D-Mark, 1975 wegen Kohl 100.000 D-Mark. Wer ist dieser Konzern, der ein so großes Interesse an Politik hat? Während der Nazi-Herrschaft profitiert Flick enorm von der Aufrüstung, auch von der Enteignung jüdischer Unternehmer. Der Seniorchef spendet an die Nazis und wird selbst Parteimitglied. Nach dem Krieg kommt er für einige Jahre ins Gefängnis. Doch in den 50er Jahren verdient Flick erneut, diesmal beim Wiederaufbau. Der Konzern macht sich in wesentlichen Industriezweigen breit. Von der Metallindustrie über die Automobilindustrie, Papier und Chemie. Flick Junior ist, nach dem Tod des Vaters, einer der reichsten Deutschen. Sorgen machen er und andere Konzernherren sich über die zunehmend instabile politische Lage. Wegen Studentenunruhen steht Deutschland von innen unter Druck und wegen des Kalten Kriegs von außen. In diesen Jahren beginnt Flick, immer mehr Geld an die Politiker zu spenden, denen man eine führende Rolle im Staat zutraut. Landschaftspflege. Das ist das Erschütternde und ebenso Skandalöse, dass der Flick-Konzern einen enormen Einfluss auf die Politik gewonnen hat. Durch ein Kapillarsystem von Spenden und sonstigen Zuwendungen an die Politik, vornehmlich an die CDU/CSU und die FDP, aber im weiteren Verlauf auch dann später an die SPD, und zwar in dem Zeitraum, in dem die SPD an die Regierung kam. Das liegt in der Logik solcher Pflege der politischen Landschaft, wie es Herr von Brauchitsch genannt hat. Von Brauchitsch ist nicht der einzige Großspender der deutschen Politik, aber wohl der größte. Da diese Form der Parteienfinanzierung bald illegal ist, lassen sich die Spender Umwege einfallen. Um kein unmittelbares Verhältnis zwischen Geber und Nehmer herzustellen, also dass die Industrie eine Partei finanzierte, wurde dazwischen geschaltet die SV, Staatsbürgerliche Vereinigung. In die wurde hineinbezahlt. Die Staatsbürgerliche Vereinigung in Koblenz ist ein bereits Mitte der 50er Jahre von Vertretern der Industrie mit Hilfe der CDU gegründeter gemeinnütziger Verein. Schon 1964 wird Helmut Kohl für die Industrie interessant. Kohl ist gerade Fraktionsvorsitzender der CDU in Rheinland-Pfalz und Mitglied des Bundesvorstands geworden. Prompt schreibt ein Unternehmer an die Staatsbürgerliche Vereinigung, er habe 50.000 D-Mark überwiesen, um sie Herrn Kohl zur Verfügung zu stellen. Die Staatsbürgerliche Vereinigung residiert bescheiden. Sie ist ja vor allem das Schleusentor zwischen Konzernen und Parteien. Es
spenden konnten, steuerbegünstigend eingesetzt werden, weil diese Vereine eben entsprechende Quittungen erteilen konnten. Am Anfang hat sich keiner darum gekümmert, um was es sich da handelte. In Wahrheit waren das natürlich war es so etwas wie Geldwaschanlagen zum Zwecke der Finanzierung von Wahlkämpfen. Und das Ganze unter Verstoß eines der wichtigsten Grundsätze in der Verfassungsordnung, dass die Menschen wissen, welche Kräfte und welche Unternehmen, welche Vermögen unterstützen welche Politikerinnen und Politiker. Von Koblenz aus wird das Spendengeld zunächst auf Konten in der Schweiz transferiert. Die Herkunft der Spenden kann so noch besser verschleiert werden. Man muss sich vorstellen, dass damals Kassierer bürgerliche Parteien in die Schweiz fuhren, dort Geld abholten, im Kofferraum versteckten und dann nach Deutschland brachten. Zu den Geldboten zählt damals Uwe Lütje, enger Mitarbeiter des CDU-Schatzmeisters Walter Leisler-Kiep. Auch der Finanzchef der CDU gehört zur feinen Jagdgesellschaft um den neuen CDU-Chef Helmut Kohl. Im Lauf der Jahre landen viele Millionen auf dem Konto des Schatzmeisters von Kohls CDU. »1972, Staatsbürgerliche Vereinigung, Leisler-Kiep, 750.000 D-Mark. 1973, Leisler-Kiep über Staatsbürgerliche Vereinigung, 500.000 D-Mark. 1974, Staatsbürgerliche Vereinigung wegen Leisler-Kiep, 500.000 D-Mark. 1975, Staatsbürgerliche Vereinigung wegen Leisler-Kiep, 600.000 D-Mark. 1976, Staatsbürgerliche Vereinigung wegen Leisler-Kiep, 600.000 D-Mark. 1977, Staatsbürgerliche Vereinigung wegen Leisler-Kiep. Über die Schweiz fließen in den 70er Jahren Unsummen von Spenden von deutschen Konzernen an deutsche Parteien. Vor der deutschen Öffentlichkeit verborgen. Die Aktivität bestand darin, diesen Geldfluss zu verdecken. Das war der Zweck. Aber es gibt in den 70er Jahren noch weitere Wege, den Geldfluss an die Politik zu verschleiern. Ein Orden in St. Augustin bei Bonn hilft beim Geldwaschen und Steuerhinterziehen. Da ging es um eine Gesellschaft, die nannte sich Soverdia. Gesellschaft des göttlichen Wortes mit beschränkter Haftung, so in St. Augustin. Die bekamen dann vom Flick-Konzern eine Spende über 12,7 Millionen deutsche Mark. Davon wurden dann im Wege eines Kickbacks, also wurden wieder 80% zurückgezahlt an den Flick-Konzern. Er bekam aber eine Spendenquittung über 12,7. Das hieß dann, man hatte 80%, die man zurückbekam an Geld von der Institution, das heißt von der Steyrer Mission in dem Fall, und hat dann nochmal ungefähr 50% an Steuerersparnis gehabt, macht 130% eigentlich ein Bombengeschäft. Im Endeffekt macht also der Flick-Konzern aus der angeblich so fabelhaften Spende einen Gewinn von über 5 Millionen. Also ein unglaublicher Vorgang. Auf diese Art füllt Flick seine geheimen Kassen für die Landschaftspflege. Das Geld, was da zurückgeflossen ist, das haben sie in eine schwarze Kasse getan. Und aus dieser schwarzen Kasse wurden auch verschiedene hochrangige Personen aus der politischen Szene mit Barzahlungen bedacht. Viele wichtige Politiker stehen damals auf der Empfängerliste des Flick-Managers. Weit oben der CDU-Chef. Das war ein Sonderkriegsschauplatz, nämlich die Zahlung an Politiker direkt. Einer der großen Empfänger dabei war Kohl als Parteivorsitzender. Als Helmut Kohl 1976 nach Bonn geht und Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion wird, ist er, wie zuvor in Mainz, umgeben von seinen Weggefährten. Zunächst noch Kurt Biedenkopf, Heiner Geißler, der ihm als Generalsekretär nachfolgen wird. Außerdem Norbert Blüm, der nichts von Kohls System der geheimen Kassen erfährt. Und natürlich seine Büroleiterin Juliane Weber.
Es gab dann eine Reihe Mitarbeiter, allen voran Juliane Weber, die über Jahre und Jahrzehnte bei mir waren, die in Mainz zu mir gekommen sind. Damals, Juliane Weber kam, da war das junger Fraktionsvorsitzender. In der Nähe von Bonn bezieht Helmut Kohl ein nobles Zweitwohnhaus. Während Ehefrau Hannelore mit den Söhnen in Ludwigshafen bleibt, lebt Kohl einige Jahre mit seinem Fahrer und der Büroleiterin unter einem Dach. Auf Juliane Weber kommt in dieser Zeit eine besondere Aufgabe zu. Sie war die Vertraute von Kohl und war dann diejenige, die also als Geldbotin funktioniert. Frau Weber ist öfteren offenbar unterwegs gewesen, um diese Gelder in einem Kuvert in Empfang zu nehmen und dann Kohl zu überbringen. Was immer vergessen wird bei diesem ganzen Thema, ist, dass Parteispenden weniger als 1% unserer Arbeitskraft in Anspruch genommen haben. Es ist gelegentlich so behandelt worden, als wenn der Geschäftszweck bei Flick Parteispenden gewesen wären. Ich sage Ihnen mit Sicherheit, eher weniger als mehr als 1% der Arbeitskraft ist diesem Thema gewidmet worden. Die sollen ihre Arbeit machen bei der Politik. Wer macht sie im demokratischen Sinne? Die und die Parteien. Dann kriegen sie das Geld. Und wenn sie dann, wie Kohl es tat, durch seine Assistentin jemanden schickte, der es holte, dann holte er es. Helmut Kohl hat in diesen Jahren regelmäßig Geldbedarf. Und der wird regelmäßig befriedigt, etwa vom Hause Flick, wie dort ein Buchhalter penibel notiert. 1976 Kohl 50.000 D-Mark. 1976 WG Kohl 50.000. WG Kohl 50.000. 1976 wegen Kohl 30.000 D-Mark. 1977 wegen Kohl 50.000 D-Mark. 1979 WG Kohl 30.000. 1980 wegen Kohl 50.000 D-Mark. Düsseldorf heute. Ein langjähriger Mitarbeiter von Helmut Kohl hat eine lange Reise hinter sich. Für diesen Film ist er von seinem neuen Wohnort Teheran nach Deutschland gereist. Rüdiger May kennt die Abläufe in Kohls CDU wie nur wenige andere. Ab 1979 war er Hauptabteilungsleiter Organisation der CDU. May will für diesen Film und im Spiegel erstmals umfassend öffentlich aussagen. Über das Spendensystem von Helmut Kohl. Und wofür Kohl so viel Geld brauchte. May kümmerte sich um den Haushalt. Der Parteichef deutlich weniger. Das hat Kohl eigentlich nie interessiert, sondern da ist ein Haushalt verabschiedet worden und dann hat er trotzdem gemacht, was er wollte. Das heißt, er hat dann Veranstaltungen angeordnet, die nicht etatisiert waren, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit angeordnet und hat den Haushalt einfach brutal überzogen. Und das hat natürlich Probleme gemacht. Wo sollte das Geld herkommen? Wir brauchen ja das Cash, wir müssen ja die Rechnung bezahlen. May ist damals dem neuen Generalsekretär Heiner Geißler unterstellt. Er bekommt mit, wie im Konrad-Adenauer-Haus getrickst wurde und getrickst wird. Bei seiner Parteiarbeit kann Helmut Kohl stets das System der geheimen Spenden nutzen. Ganz klar war, dass dieses System natürlich bekannt war. Ja, und natürlich war es auch ihm bekannt. Wenn es ihm nicht bekannt war, dann hätte man fragen müssen, da hast du dich nie gefragt, wo das Geld herkam, mit dem du deine Aktionen gemacht hast, mit dem die CDU als Bundespartei gearbeitet hat. Natürlich war es bekannt. Der 23. Januar 1980 ist der Tag, an dem ein Teil der schwarzen Kassen auffliegt. Aber es wird Jahre dauern, bis das gesamte System offenbar wird. Staatsanwälte gehen dem Verdacht auf Steuerhinterziehung nach. Nicht in Bonn bei Kohls CDU, sondern in der Zentrale des Flick-Konzerns in Düsseldorf. Ein unangemeldeter Besuch. Wir sind angekommen, haben uns ausgewiesen und wurden sofort im Sekretariat vorgelassen. Und dann war zufällig auch er da. Herr von Brauchitsch. Ja, er war ausgesprochen überheblich. Er behandelt uns alle also wie eine kleine Angestellte. Also das war für uns unwichtig, waren wir.
Das war eine ziemlich ruppige Geschichte, denn es wurde permanent mit Untersuchungshaft gedroht, insbesondere mir gegenüber, wenn ich nicht schön brav alles das erklärte, was die gerne wollten. Zunächst stoßen die Ermittler auf eine eigenartige Liste mit Namen, Personenbeschreibungen. Von jedem Namen wurde dabei gesagt, spielt gerne, trinkt gerne, ist auf Frauen, für Frauen interessiert und solche Sachen. In kurzen Bemerkungen stand bei 1000 Namen, nicht nur Politiker, sondern auch anderen Wirtschaftlern oder sonstige bedeutende Persönlichkeiten. Das war eine Sammlung, die lag übrigens offen im Sekretariat rum. Von wem? In welchem Sekretariat? Von Brauchitsch. Nach dem Verhör von Brauchitsch suchen die Ermittler dessen Chefbuchhalter Rudolf Diehl auf. Er hatte regen Kontakt mit den Missionaren in St. Augustin. Diehl leistet keinen großen Widerstand und packt aus. Der Diehl war irgendwann war er weich, wie man so schön sagt, und war dann kooperativ. Und was da auf uns zukam, war ja wie eine Explosion. In den handschriftlichen Notizen des Buchhalters stoßen die Staatsanwälte nicht nur auf Namen, sondern auch auf Geldbeträge. Später finden sie noch eine umfassendere Liste. Auf ihr steht auch der CDU-Vorsitzende. 1975 wegen Kohl 50.000 D-Mark. 1975 wegen Kohl 100.000 D-Mark. Und dann haben wir gesagt, wir hätten in der Buchhaltung aber keine Ausgänge gefunden. Sagt er, die werden sie nicht finden. Das war eine schwarze Kasse. Nicht? Und dann sind wir hingegangen, haben dem Herrn Brauchitsch das vorgehalten. Und der sagte dann wortwörtlich, dieses verdammte Arschloch, und war sehr sauer über seinen Buchhalter. Stück für Stück wird das geheime Spendensystem offenbar. Alle damals im Bundestag vertretenen Parteien haben die Hand aufgehalten. Die Staatsanwälte interessieren sich vor allem für Politiker der FDP. Gegen sie wird wegen Bestechlichkeit ermittelt. Jahre später werden sie wegen Steuerhinterziehung bzw. Beihilfe dazu verurteilt. Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff wird zurücktreten. Während der Untersuchungen, Helmut Kohl wird im Herbst 1982 Bundeskanzler. Für das Haus Flick ist das die Krönung der jahrelangen Bemühungen, Kohl bis ganz an die Spitze zu führen. Ich glaube, dass das, was auf uns zukommt, auch auf mich persönlich, bei aller Notwendigkeit der Lösung ökonomischer Probleme zunächst eine geistig-moralische Herausforderung ist. St. Augustin bei Bonn. Hier wohnt Uwe Lütje, der Geldbote und Mitarbeiter der CDU-Schatzmeisterei. Er wird kurz vor Amtsantritt des neuen Bundeskanzlers in dessen Büro gebeten. Lütje weiß viel über Kohls geheime Geldquellen, aber noch nicht alles. Das war ein sympathischer Mensch. Kein Angeber, kein Protz. Ich glaube auch fleißig. Ich glaube, der Lütje war der eigentliche Macher der Schatzmeisterei. Was heißt das, der eigentliche Macher? Ja, der wusste, wo die Glocken hängen, wer wem wann zugewandt ist. Der hat das Geld richtig eingeordnet, eingenördet. Um sein Gewissen zu erleichtern, schreibt dieser Uwe Lütje später auf, was Helmut Kohl kurz vor seiner Wahl zum Kanzler von ihm wollte. Eine große Lüge. Helmut Kohls geheime Spenden sollen unsichtbar werden. Er hatte eine Spendenliste mit 4 oder 5 Positionen vor sich, deren Einzelpositionen und die dazugehörigen Zahlungstermine ich notieren musste. Es waren die Spenden gewesen, die er von Brauchitsch jeweils in bar erhalten hatte. Mir war dies alles neu. Von Barspenden von Eberhard von Brauchitsch und dann auch noch an den Parteivorsitzenden hatte ich nie gehört. Seine dringende Bitte an mich,
Ich müsste mir eine glaubwürdige Argumentation einfallen lassen für die Abwicklung dieser Spenden und ihre Weiterleitung in den Bereich der Schatzmeisterei. Dass dies in jedem Falle eine Argumentation an jeglicher Wahrheit vorbei sein würde, interessierte Kohl nicht. Was dem Flick-Konzern vermutlich ein Graus gewesen ist, die Grünen sitzen ab 1983 im Bundestag. Als dort über die Flick-Affäre gestritten wird, wird klar, die Affäre lässt sich nicht mehr unter den Teppich kehren. Herr Abgeordneter Fischer, ich rufe Sie zur Ordnung. Herr Abgeordneter Fischer, ich rufe Sie zum zweiten Mal zur Ordnung. Herr Abgeordneter Fischer, ich schließe Sie aus der Teilnahme der weiteren Sitzung aus. Wir haben Fehler gemacht, dass wir der Politisierung der Parteispenden durch Neider und neue Generationen nicht genug aufmerksam gewidmet haben. Wir haben gesagt, das war so gut seit 1950. Das wird gut bleiben. Für den Flick-Manager wird nichts mehr gut. Auch er muss sich vor Gericht verantworten, wird später wegen Steuerhinterziehung und Beihilfe zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die erhoffte Amnestie kommt nicht. Wie es nachher verdreht worden ist, muss ich Ihnen offen sagen, finde ich so unappetitlich. Der Einzige, der die Chance hatte, das in Ordnung zu bringen, das war Helmut Kohl, nachdem er Bundeskanzler wurde. Und an der Stelle hat er gepasst. An der Stelle hat er schlicht versagt. 1984. Unerwartet kommt auch die Geschichte von Rainer Barzel, inzwischen Bundestagspräsident, ans Tageslicht. Flick hatte Kohl vor 11 Jahren den Weg an die Parteispitze geebnet und dessen Rivalen entschädigt. Barzel hat einen Zusammenhang bestritten, aber auch sein Name taucht auf Flicks Liste auf. Also ich habe ja nächtelang in den Akten gearbeitet. Und ich kann mich an die Nacht auch noch erinnern. Das muss irgendwann nachts noch vor Mitternacht. Da sind wir darauf gekommen, eine bestimmte Zahlung an ein Anwaltsbüro in Frankfurt, wohl auch aus dem Hause Flick. Und die konnten wir nicht so richtig zuordnen. Und da haben wir dann, ich weiß aber auch nicht mehr wie, einen Weg gefunden. Aus den Akten ergab sich das aber irgendwie, dass der Barzel die eigentliche Adressat dieser Zahlung war und nicht der Anwalt. 1974 wegen Dr. Barzel 250.000 D-Mark. 1975 wegen Barzel 250.000 D-Mark. 1976 wegen Barzel 250.000 D-Mark. 1977 wegen Barzel 250.000 D-Mark. 1978 wegen Barzel 250.000. 1979 wegen Barzel 250.000. 1980 wegen Barzel 62.000. Bundestagspräsident Barzel ist heute zurückgetreten. Sein Nachfolger steht noch nicht fest. Mit seinem Rücktritt nach 20 Monaten Amtszeit zog Barzel die Konsequenzen nach immer heftigeren Vorwürfen wegen Verstrickung in die Flick-Affäre. Für Steuerfahnder Frank Wehrheim ist die Spendenaffäre der 80er Jahre sein erster großer Fall. Sie öffnet ihm die Augen über das Beziehungsgeflecht von Politikern und Konzernen in der Bundesrepublik. Er weiß, Flick ist kein Einzelfall. Das sind Methoden, wenn ich die von der Mafia höre, würde ich sagen, okay, das weiß man, das ist eine Gangsterorganisation. Aber hier, für mich, haben sich Parteien nicht anders verhalten und mit geheimen Systemen, mit Zuhilfenahme von Steuerhinterziehung, von Straftaten begangen und das als normal angesehen. Banken, Industrie, also alles, fertigende Industrie, alle haben, würde ich mal sagen, brav gespendet. Und Wehrheim weiß auch, wer sich hat bezahlen lassen. In den 80er Jahren erkennt Wehrheim das System hinter den Spenden. Es gab Parteien, die auf diesen Wegen unverhältnismäßig viel mehr bekommen haben als andere. Es waren also traditionell die konservativen Parteien und die FDP, die erheblich mehr Geld bekommen haben als beispielsweise die SPD. Die Grünen haben damals noch nicht jetzt die Rolle gespielt.
Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Die Staatsbürgerliche Vereinigung hat in den Jahren 1969 bis 1980 insgesamt 227.517.000 D-Mark eingenommen. Hiervon flossen 198.066.000 D-Mark auf Festgeldkonten in der Schweiz. Nur wenige Jahre nach seinem Amtsantritt als Bundeskanzler, Helmut Kohl muss sich vor zwei Untersuchungsausschüssen verantworten. Kohl weiß von dem System der geheimen Kassen. Er hat ja selbst davon profitiert. Und dennoch wird er etwas anderes aussagen. Ich habe damals den großen Fehler gemacht, dass ich nach Mainz, ich hätte ja als Bundeskanzler darauf verstehen können, dass der Untersuchungsausschuss nach Bonn kommt. Ich bin da eigentlich mehr reingetappt, ohne viel Überlegung. Und es war ein unglaublicher Zustand in dem Saal. Die Journalisten saßen rings um mich herum. Die ganze Atmosphäre, der große Vorsitzende der CDU, dieser beeindruckende Mann mit dieser massiven Gestalt, das war alles ein Signal von, ihr könnt mir nichts. Ich komme hier hin, ich bin eigentlich hier groß geworden und immer noch der Boss, in Anführungszeichen. Vorsitzender Abgeordneter Schnarr. Dann käme noch die Frage, ob Sie, Herr Bundeskanzler, als damaliger Ministerpräsident etwas davon wussten, dass diese staatsbürgerliche Vereinigung als Geld- und Spendenbeschaffungsanlage diente. Zeuge Dr. Kohl. Nein, ich kannte natürlich die staatsbürgerliche Vereinigung, denn ich selbst habe immer wieder auf Veranstaltungen gesprochen. Aber die Spendenpraxis und inwieweit das steuerlich relevant war oder nicht, dazu kann ich nichts sagen. Wenn ich es präzise erinnere, dann hat er auf die Frage nach der Tätigkeit, dem Umfang, dem Grunde, den Bedingungen der Tätigkeit der staatsbürgerlichen Vereinigung gesagt, das kenne er nicht, gefragt, ob er das kenne, und er sagte nein. Da war eine Antwort von mir, die war unüberlegt, das ist gar keine Frage. Aber es war nicht eine Antwort, dass ich sozusagen den Ausschuss belegen wollte, sondern ich habe einfach nicht richtig reagiert, weil ich am Teil auch nicht verstanden habe. Es war klar, dass Kohl wusste, was die staatsbürgerliche Vereinigung ist und was sie tut. Und das hat nachher auch zu der, ist ein Teil dann der Strafanzeige, die ich später gegen Helmut Kohl erstattet habe, weil ich gesagt habe, an dem Punkt hat er die Unwahrheit gesagt. Es wurde politisch sehr, sehr eng. Es gab Tage, Wochen, Monate, wo eigentlich alle, auch ich, davon ausgegangen sind, da kommt er nicht wieder raus. Und ich möchte zunächst Herrn Schilly bitten, doch einmal die Ausgangsposition kurz zu schildern. Ja, es hat sich aus der Auswertung der Beweisergebnisse des Flick-Untersuchungsausschusses ergeben, dass in zwei Fällen der Verdacht einer vorsätzlich falschen, uneidlichen Falschaussage besteht. Darf ich mal gleich drauf antworten? Ich fange mit dem letzten Komplex an, Herr Schilly. Das Protokoll lautet, Vorsitzender Abgeordneter Schnarr, ja, ob Sie, Herr Bundeskanzler, als damaliger Ministerpräsident nun zu Römisch 4 etwas davon wussten, dass diese staatsbürgerliche Vereinigung, die in Koblenz ihren Sitz hatte, als Geld- und Spendenbeschaffungsanlage diente. Da sagte der Bundeskanzler, nein, das ist richtig. Möglicherweise hat er einen Blackout gehabt. Das kann in einer sehr langen Anhörung ja mal der Fall sein. Die Frage ist aber sehr präzise und die Fragen sind ja auch schriftlich vorgelegt worden. Also insofern können Sie auch nicht auf Blackout sich berufen. Entschuldigung, Herr Schilly, ich muss Sie bitten, Herrn Geisler jetzt noch 30 Sekunden zu geben. Da muss ich leider abbrechen. Es ist ja nicht so, dass für Kohl irgendwie die staatsbürgerliche Vereinigung und diese ganzen Geldflüsse irgendwie eine Sache ist, die mal so irgendwo eine kleine Rolle gespielt hat. Sondern das war eine systematische, ein systematischer Vorgang. Der Flick hat die Beeinflussung systematisch betrieben. Das war nicht irgendwo mal ein Vorgang, der irgendwo ein nebensächlicher Vorgang, der mal so vorgekommen ist, mal so nebenbei. Sondern das ist über Jahre gegangen und ist systematisch gemacht worden.
Die Staatsanwaltschaft Koblenz lädt 1986 auch Uwe Lüthje aus der CDU-Schatzmeisterei vor. Lüthje ist hin und her gerissen. Zwischen der Pflicht, korrekt auszusagen, und Loyalität zum Bundeskanzler. Jahre später offenbart sich der wichtige Vertraute von Helmut Kohl einem Journalisten. Wir kannten uns seit längerer Zeit nicht so, wie man sich unter Freunden kennt, sondern wir kannten uns als Gegner. Er kannte mich als Spiegelredakteur und war sehr misstrauisch, wenn ich was von ihm wollte. Und ich kannte ihn als die graue Eminenz im CDU-Adenauerhaus. Von dem Gespräch zwischen Lüthje und dem Spiegelmann ist eine Mitschrift erhalten. Sie zeigt, wie auch Lüthje gelogen hat. Für Helmut Kohl. Bei den Koblenzern sind die Dinge damals total verquer gelaufen. Der da ermittelt hat, war auf den Kohl scharf. Bei dem habe ich 2 oder 3 Stunden meine Aussagen gemacht und habe da meine Lügen abgezogen, dass Helmut Kohl von der staatsbürgerlichen Vereinigung nichts gewusst habe. Wie skrupellos für Helmut Kohl getrickst wurde, wird Jahre später auch in Frankfurt offenbar. Dort feiert Horst Weihrauch, der langjährige Wirtschaftsprüfer der CDU, seinen 65. Geburtstag. Und Lüthje, sein Mitstreiter von der CDU-Schatzmeisterei, hält eine Rede. Aus Uwe Lüthjes Redemanuskript geht hervor, wie stolz er auf die Tricksereien für Helmut Kohl gewesen ist. Ein Politikum war dann, als wir 1984 im Zusammenhang mit dem Flick-Untersuchungsausschuss, aber gravierender noch 1986, als Otto Schily Strafanzeige wegen Falschaussage erstattet hatte, mit der Herausforderung konfrontiert waren, dem Parteivorsitzenden und Bundeskanzler den Rücken freizuhalten. Dass Helmut Kohl beide für ihn existenziellen Krisen überstanden hat, hat er ausschließlich uns zu verdanken. Weil wir ihn mit der Vorbereitung auf seine Einvernehmung, ich war dazu eigens mit einem gemeinsam verfassten Drehbuch nach Oggersheim gefahren, aus allen kritischen Situationen herausholen konnten. Ohne Inkaufnahme eigener wirklicher existenzieller Gefährdungen war das nicht möglich. Unvergessen für mich jener Augenblick, als er mich fragte, ob er nicht sicherheitshalber zurücktreten solle. Ehe denn das Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ihn dazu zwingen würde. Meine Antwort mit Herzklopfen war dann so, dass er nicht zurücktrat. Also das, was man hier nachlesen kann in dem Redemanuskript von Herrn Lüthje, das ist schon schockierend. Also er sagt ja unumwunden, er hat Kohl geholfen durch Falschaussagen oder sogar eine Art Anstiftung zur Falschaussage und so weiter. Also wirklich erschütternd, so etwas zu lesen und sich etwas darauf einbilden, dass sie daran mitgewirkt haben, dass die Flick-Affäre nicht vollständig aufgeklärt werden konnte. Das Ermittlungsverfahren gegen Bundeskanzler Kohl wird eingestellt. Geldübergaben durch Boten. Gegen Bundeskanzler Kohl wird es keinen Prozess Anzeige geben. Anzeige des grünen Politikers Schily. Flick-Spendenaffäre. Keine greifbaren Anhaltspunkte. Bundeskanzler Kohl darf sich freuen. Kohl steht mit weißer Weste da. Kein strafrechtlicher Vorwurf. Nach dem Flick-Skandal? Noch immer liegen große Summen der staatsbürgerlichen Vereinigung auf versteckten Konten in der Schweiz. Doch obwohl Kohl dem Rücktritt nahe war, das System der geheimen Kassen bleibt bestehen. Rüdiger May aus der Parteizentrale bekommt mit, wofür Kohl das Geld braucht und wie Kollege Lüthje die Geldwäscherei am Laufen hält. Trotz der Flick-Affäre, Kohl und seine Helfer machen weiter, als wäre nichts passiert. Mir war klar, dass es da irgendwelche Konten in der Schweiz gibt. Also ich wusste es deshalb, weil Lüthje einen Fahrer hatte, der zu der Verwaltung gehörte, die ja mir unterstand. Und er hat natürlich auch seine Reisen abgerechnet und hat das Fahrtenbuch vorgelegt. Und außerdem konnte man immer sehen, wenn Lüthje in
in der Schweiz war, dann war der Stapel der Marlboros, die er geraucht hat, rechts neben seinem Safe immer angewachsen um 3-4 Stangen. Da hat er wieder sich billigen Vorrat gekauft. Das System der geheimen Kassen wird aus der Zeit vor dem Flick-Skandal in die Zeit nach dem Skandal gerettet, etwa in Liechtenstein. Abteilungsleiter May nimmt sich ein Herz und fordert von Kollege Lütje Klarheit über die dunklen Machenschaften. Das waren ganz einfache Fragen. Welche Konten existieren da überhaupt in der Schweiz, in Liechtenstein? Was ist da drauf? Wie ist das Geld da hingekommen? Und was passiert jetzt damit? Also das waren Mysterien für mich, die Lütje natürlich auch nicht aufgeklärt hat, obwohl ich ihn dann natürlich manchmal in die Seite geboxt habe und gefragt habe, was ist denn da? Auch vom Parteichef keine Aufklärung. Bei der Bundestagswahl und den Landtagswahlen 1987 drohen der CDU schwere Verluste. Kohl gibt in diesen Monaten viel mehr Geld aus als eingeplant. Die CDU war in einer schlimmen Phase. Die Basis war sehr unruhig geworden. Die Mandatsträger fürchteten um ihre Existenz. Und die Maulerei kam auf, Kohl schafft es nicht. Kurz vor der Bundestagswahl 1987 ruft Kohl zur Abschlusskundgebung seines Wahlkampfs in die Dortmunder Westfalenhalle. Die CDU hat für ein buntes Unterhaltungsprogramm gesorgt. Und dennoch befürchtet die Partei, dass die Halle weitgehend leer bleibt. Zu unbeliebt ist Helmut Kohl in dieser Zeit. Im Vorfeld dieser Veranstaltung war die allgemeine Sorge, kommen die Parteimitglieder angesichts der miesen Stimmung in der Partei da überhaupt hin? Wie können wir dafür sorgen, dass da Kohl mit Standing Ovations begrüßt und verabschiedet wird? Da musste natürlich erstmal Publikum her. Und das Publikum, wenn man dann nachfragte bei den Kreisgeschäftsstellen, wer kommt denn da von euch und wer will daran teilnehmen, war ziemlich mau. Und da kann ich mir von Dramaturgen vorstellen, dass sie nicht gerne haben, wenn große Hallen nur halb gefüllt sind, weil das als Desinteresse gilt. Und dann hat man halt angeboten, Leute, wir schicken euch Busse, die bezahlen wir auch und dann bringen wir die Leute dahin. Nicht? Es wird ja auch in anderen Systemen so gemacht, dass man Klaköre dann dahin finanziert. Kohls Rechnung geht auf. Er kann sich in einer vollen Halle bejubeln lassen. Im Geschäftsbericht der CDU heißt es später stolz, 60.000 Teilnehmer seien angereist, mit 15 Sonderzügen und 331 Bussen. Die zentrale Veranstaltung hat dann einen Finanzmehrbedarf von über 5 Millionen Mehrbedarf gefordert, nicht? Und als dann die Rechnungen eintröpfelten, waren alle überrascht und auch wütend, bis hin zu Lütje, der gesagt hat, wie könnt ihr nur, wie kommen wir jetzt hier mit dem Cash aus, was hier auf den Konten ist? Kohl wollte Einfluss haben, weil er politische Mehrheiten hinter sich kriegt. Kohl wollte Macht durch politischen Einfluss und nicht durch, indem er mit Geld protzt. Aber dafür brauchte er Geld. Aber dafür braucht er Geld. Aber das sagte ich ja, Geld als Mittel zum Zweck brauchte er. Bei der Bundestagswahl 1987 verteidigt Kohl zwar seine Macht, die CDU verliert aber 5% der Stimmen. Der CDU-Chef ist angezählt. Immer mehr Parteifreunde gehen auf Distanz. Dem Parteivorsitzenden ging es damals innerparteilich nicht sehr gut. Die Kritik war sehr stark. Er hat diese negative Stimmung natürlich gemerkt und dachte, mit einen persönlichen Brief an alle Parteimitglieder, mache ich das jetzt argumentativ weg. Eine ungewöhnliche Aktion des Konrad-Adenauer-Hauses. Helmut Kohl schreibt an alle Parteimitglieder. Scheinbar persönlich unterschrieben. Der Brief wurde richtig mit einem Füllfederhalter unterschrieben. Da gab es so große Apparate mit einer Schablone von Kohls Unterschrift, aber auch mit Tinte, damit es mit jeder Empfänger auch mit dem nassen Finger unten drüber streichen konnte, um zu sehen, ah, der liebe Helmut Kohl hat mir persönlich einen Brief geschrieben und auch unterschrieben. Also 800.000 Briefe, individuell verschickt, mit jeweils individuellem Porto. Die ganze Aktion hat ungefähr 800.000 gekostet. Kohls Kritiker wundern sich. Woher hat der Parteichef so viel Geld? Bei einer Veranstaltung verlangen sie Rechenschaft.
einige Mitglieder der Sozialausschüsse haben dann den Kanzler öffentlich vorgeworfen, mit diesem Brief Verschwendung betrieben zu haben und was er sich denn dabei gedacht hätte. Die Stimmung war relativ wütend. Kohl hat gesagt, wegen der Finanzen macht doch mal keine Sorgen, das hat die Partei nicht bezahlt, das habe ich anders gelöst. Ich bekam dann nur die Rechnung auf den Tisch und habe dann gesagt, ja, müssen wir wohl bezahlen, nicht? Ja, Portokosten vor allem, aber wo nehmen wir das Geld her? Und dann wurde ein Scheck eingereicht über das Büro Weihrauch von einer Bank in Frankfurt, Bank Hauck, über diesen Betrag und damit war das haushaltsmäßig gedeckt. Wie praktisch. Die Kanzlei des Wirtschaftsprüfers der CDU Weihrauch im Juniorhaus liegt im Frankfurter Bankenviertel, um die Ecke von der Bank Hauck. Bargeld und Schecks hin und her zu tragen ist kein Problem. Die geheimen Kassen liegen in Sichtweite. Dennoch hat Abteilungsleiter May ein Problem. Aber irgendwo musste diese Einnahme, der 800.000, Scheck von Weihrauch, ja dann auch in den Rechenschaftsbericht der Partei. Und da waren nun Weihrauch und Lüthje der Meinung, das kommt unter sonstige Einnahmen. Da habe ich gesagt, diesen Betrag möchte ich nicht unter sonstigen Einnahmen sehen. Was ist es denn? Ist das eine Spende? Sind das Erlöse aus dem Wirtschaftsbetrieb? Ist das vielleicht ein Vermächtnis? Dann schreiben wir es dahin in den Rechenschaftsbericht. Aber ich möchte den Rechenschaftsbericht nicht unterschreiben mit diesen 800.000 als sonstigen. Damit lag der Colt auf dem Tisch. Der Streit geht für Rüdiger May schlecht aus. Einige Monate später wird sein Vertrag mit der CDU aufgelöst. Er scheidet aus der Parteizentrale aus. Helmut Kohl wird auf das Geld aus dunklen Kanälen nicht verzichten. Der Kanzler übernimmt das alte System auch in die neue Zeit. Immer weiter, ohne Reue. Der Fall der Mauer überdeckt alle unangenehmen Fragen. Von unsauberem Finanzgebaren ist jetzt nicht mehr die Rede. Dafür viel vom Mantel der Geschichte. Eine einmalige Gelegenheit zur Wiedervereinigung, die Kohl beherzt ergreift. Ich halte ihn für einen der bedeutendsten Staatsmänner unserer jüngeren Geschichte. Helmut Kohl, der Provinzpolitiker Helmut Kohl, hat die, wie man im Nachhinein weiß, die einzig richtige Entscheidung getroffen. Im Kopfsprung zur deutschen Einheit. Gegenüber Helmut Kohl habe ich große Bewunderung und großen Respekt für seine politischen Leistungen, was die Wiedervereinigung angeht und was seine Europa, vor allen Dingen was seine Europapolitik angeht. Aber das kann mich nicht dazu veranlassen, seine Schattenseite anders zu sehen, als ich sie sehe. Und da hat er leider gegen die Verfassung, gegen das Gesetz und gegen die demokratischen Prinzipien gehandelt. Helmut Kohl sitzt jetzt so fest im Sattel wie nie zuvor. Er gilt nun als Vater der Einheit. Doch allmählich rächt sich, dass er am Anfang seiner Karriere einen faustischen Pakt mit der Industrie einging. Kohls Mitarbeiter aus der Schatzmeisterei, Leisler Kiep und Lüthje, müssen sich in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Es geht wieder um Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Kommt jetzt das gesamte System der geheimen Kassen ans Tageslicht? Uwe Lüthje, der Generalbevollmächtigte der Schatzmeisterei, will nicht mehr den Geldboten spielen und wird sich bald in den Ruhestand verabschieden. Seine Aufgabe als Kurier übernimmt Horst Weihrauch, der Finanzberater der Bundes- und der Hessen-CDU. Das Geld soll weiter aus der Schweiz und aus Liechtenstein fließen. Weihrauch war fachlich ein sehr guter Wirtschaftsprüfer und war auch immer kreativ. Und sein Motto war in der Zusammenarbeit mit mir auch immer, bös Kind bekommt mehr. Ein sehr kultiviertes, fachlich versiertes Schlitzohr. Wirtschaftsprüfer Weihrauch kann auf Konten zurückgreifen, die er zusammen mit Uwe Lüthje Anfang der 80er angelegt hatte. Etwa die der von ihnen gegründeten Norfolk-Stiftung. Nachdem die staatsbürgerliche Vereinigung aufgeflogen war, wurde dort das CDU-Geld versteckt.
Unzählige Male wird Geldbote Weihrauch in den 90er Jahren in die Schweiz reisen. Und diese Reisen über die Konten der hessischen CDU vereinzelt auch der Bundes-CDU abrechnen. Ich denke, dass wirklich eine gewisse Vermögensmasse im Ausland saß und dass deswegen die auch nicht direkt aufgebraucht war, sondern dass deswegen dieses System weiter beibehalten wurde. Dass es dann so ein Spezialsystem gegeben hat, wo man dann Norfolk gegründet hat und sozusagen diesen schwarzen Geldverkehr fortgesetzt hat, das war außerhalb meiner Vorstellung. In der Schweiz lagert nicht nur altes Geld. 1991 reisen CDU-Schatzmeister Leisler Kiep und Wirtschaftsprüfer Weihrauch in den Grenzort St. Margrethen. Dort wollen sie konspirativ einen neuen Spender treffen. Der Waffenlobbyist Karl-Heinz Schreiber hat sich angesagt, Weihrauch und Kiep 1 Million Mark in bar zu übergeben. Kiep war Schatzmeister der CDU, dass der diese Millionen sozusagen in der Nacht- und Nebelaktion in Empfang nimmt. Das war das eine, was überraschend war. Aber das zweite war, dass ja er noch vor Gericht stand. Das heißt, er war im Berufungsverfahren wegen der Flick-Affäre noch. Und das ist schon stark, wenn ein Rechtsbrecher, der verurteilt worden ist, noch während der Verhandlung praktisch die gleiche Tat nochmal beginnt. Später stellt sich heraus, Kiep, Weihrauch und Lütje teilen die Millionen unter sich auf. Außerdem weitere 1,5 Millionen Mark vom Norfolk-Konto. Helmut Kohl kommt der Vorgang Jahre später zu Ohren. Kohl wird, als er selbst in der Klemme steckt, diese brisante Information gegen Lütje benutzen. Und Helmut Kohl wird bald in der Klemme stecken. Im Herbst 1998 verliert er seine letzte Bundestagswahl und die Macht. Doch das System der schwarzen Kassen bleibt damals unentdeckt. Kohl kann sich sicher fühlen. Ich glaube, diejenigen, die von diesen Schwarzkonten wussten, das waren ja nur wenige, Weihrauch, Lütje, Herr Dr. Kohl, sie waren sich einigermaßen sicher, dass das Ganze nicht auffliegen könnte. Es soll anders kommen. Ein Jahr nach Helmut Kohls Machtverlust muss sein langjähriger Schatzmeister Leisler Kiep erneut vor der Staatsanwaltschaft aussagen, diesmal in Augsburg. Es geht jetzt um die 1 Million Mark Spende des Waffenlobbyisten Schreiber, die Leisler Kiep und Weihrauch angenommen hatten. Kiep weiß sich nicht mehr zu helfen und gibt die Geldannahme zu. Fliegt jetzt das gesamte von CDU-Finanzberater Horst Weihrauch verwaltete System der geheimen Kassen auf? Panik kommt auf. Horst Weihrauch und der Pensionär Uwe Lütje verabreden sich für ein Treffen an einer Autobahnraststätte zwischen Koblenz und Bonn. Niemand soll mitbekommen, worüber die beiden reden. Doch Uwe Lütje, Kohls langjähriger Mitarbeiter in der Schatzmeisterei, hält später den Gesprächsverlauf fest. Auch diese Notiz ist erhalten. Als wir uns in der Raststätte Brohltal trafen, war meine größte Sorge, was immer es je an Recherchen von Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung geben sollte, andere Anderkonten als das eine, über das die Kiep-Schreiber-Million abgewickelt wurde, dürfen nicht entdeckt werden. Wenn das Gesamtsystem der Anderkonten des Kohlschen Spezialfinanzierungssystems entdeckt werden und auffliegen sollte, muss es eine Katastrophe mit unabsehbaren Folgen geben. Diese Katastrophe will Helmut Kohl offenbar vermeiden. Laut dem Kalender seiner Büroleiterin Juliane Weber bespricht sich Kohl Mitte Dezember 1999 gleich 4-mal mit Ronald Pofalla, dem CDU-Abgeordneten und Rechtsanwalt. Es geht offenbar um Kohls Strategie. Kohl steht mächtig unter Druck. Als dann diese ganze Diskussion auch über andere Spenden, über den Vorgang von Kiep, hochkam, habe ich sofort gesagt, ich werde in der Öffentlichkeit mich offenbaren, habe das auch gesagt. Ich habe da nicht die Beträge von über 2 Millionen. Ich habe nichts zurückgehalten. Es ist ja auch nie
später in irgendeinem anderen Zusammenhang eine andere Summe genannt worden, was mich betrifft. Nichts zurückgehalten? Helmut Kohl wird vor der deutschen Öffentlichkeit eine Menge zurückhalten. Er wird weiter das System der geheimen Kassen verschweigen. All die Millionen, mit denen er ein Vierteljahrhundert seine Macht aufgebaut und abgesichert hat. Kohl entscheidet sich für eine andere Strategie und meldet sich beim ZDF. Er will ein Interview. Was nun, Herr Kohl? 25. Im Fernsehen erzählt Helmut Kohl nichts von Flick, nichts von Barzel, nichts von der staatsbürgerlichen Vereinigung seit 1964, nichts von geheimen Konten in der Schweiz und in Liechtenstein. Stattdessen erzählt Kohl eine völlig andere Geschichte. Die Geschichte eines Ehrenworts. Ich habe Spenden entgegengenommen in einem Umfang zwischen 93 und 98, der zwischen 1,5 bis 2 Millionen Mark liegt, über die Zahlen, die Jahreszahlen hinweg. Das ist im Jahr so ungefähr 300.000 Mark gewesen, die nicht angegeben wurden, weil die Spender ausdrücklich darum gebeten haben. Von wem kam das Geld? Können Sie das hier sagen? Nein, ich habe nicht die Absicht, deren Namen zu nennen, weil ich mein Wort gegeben habe. Da war klar, das wird ein Skandal ohne Ende. Da habe ich gesagt, gute Nacht, weil ich geahnt habe, wenn er jetzt keine Einsicht zeigt, gibt es kein Halten mehr. Man kann nicht per Ehrenwort seine Verpflichtung aus dem Grundgesetz außer Kraft setzen. So geht das nicht. Wo kommen wir denn dahin? Die Republik ist in Aufruhr. Alle fragen sich, wer waren die anonymen Spender? Wem hat Kohl sein Ehrenwort gegeben? Die Öffentlichkeit hat in dieser Zeit nicht das Spendensystem von Flick und der staatsbürgerlichen Vereinigung im Blick. Zielen die Fragen in die falsche Richtung? Kohl kann hoffen, dass sich die Ermittler an seiner Geschichte die Zähne ausbeißen. Wir haben ja dann gleich nach Beginn der Arbeit des Untersuchungsausschusses festgestellt, dass CDU-Kollegen aus dem Untersuchungsausschuss sich vor Vernehmung mit Helmut Kohl trafen und dessen Anwalt und praktisch abgesprochen haben, ja teilweise gespielt haben, die Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss. Es diente also auch schon der Verdunklung, nicht? Denn sonst muss man sowas nicht machen. Kohl bleibt stur. Weiter kein Wort zum System der geheimen Kassen, das seit den 70er Jahren über alle Krisen hinweg aufrechterhalten wurde. Stattdessen bleibt er bei der Version. Anonyme Spender, Ehrenwort. Nur ein Versprecher verrät den Altkanzler. In der Frage dessen, was mich betrifft, haben wir ja im Untersuchungsausschuss des Bundestags rauf und runter geredet und gerätselt. Die wollten natürlich eines erreichen, dass ich die Namen nenne. Es war von vornherein klar, wer mich kannte, dass ich die Namen nicht nenne. Nur ein sprachlicher Fehler? Bei der Frage nach den anonymen Spendern leistet sich Kohl eine auffällige Ungenauigkeit. Gehen Sie dann auch mit nach Amerika? Das waren 4, 5 Leute. Und denen habe ich dann versprochen, dass ich das für mich behalte. Sie sagten eben, das waren 4, 5 Spender. 4 oder 5? Ich habe das genickt völlig, was ich jetzt gesagt habe. Ich habe nicht die Absicht, jetzt hier über Einzelzahlen zu reden. Ich habe die Summe genannt, ich habe die Tatsache genannt, das reicht völlig. Welche Glaubwürdigkeit hat eine solche Aussage? Also natürlich, anonyme Spender ist ja nicht die ganze Aussage. Die ganze Aussage ist, ich habe mein Ehrenwort gegeben, dass ich sie nicht nenne. Also es ist völlig unglaubwürdig. Die ganze Konstruktion mit dem Ehrenwort ist absolut unglaubwürdig. Im Frühjahr 2000 wird Kohl auch intensiv von den eigenen Leuten befragt. In der Parteizentrale arbeitet inzwischen ein neuer, kritischer Geschäftsführer. Ihm gegenüber macht Kohl Andeutungen, bleibt aber bei seiner Ehrenwortgeschichte. Er hat gesagt, dass er es für nötig gehalten habe, solche Konten zu führen, um in bestimmten Situationen Landesverbänden oder Organisationen der CDU finanziell helfen zu können. Das hat er mir erklärt. Das war für mich ein Schock. Konnte ich mir nicht vorstellen, dass ein so
hoch anerkannter und politisch erfolgreicher Mann so etwas nicht nur geduldet, sondern auch gefördert hat. Im Frühjahr 2000 kommt auch eine alte Geschichte aus Frankfurt hoch. Die Enthüllungen von Uwe Lütje. Einzelne Sätze bei seiner Rede bei Horst Weihrauchs Geburtstag werden publik. Bei diesem Anlass hatte Lütje ja davon gesprochen, früher gemeinsam mit Weihrauch für Kohl gelogen zu haben. Für Kohl kommen Lütjes Anschuldigungen sehr ungelegen. Dass Helmut Kohl beide für ihn existenziellen Krisen überstanden hat, hat er ausschließlich uns zu verdanken. Das ist ein Fall. Mit der Lütje hat diese Aussagen alle gemacht, viel später, 1997. Als er, ja, sich herausstellte, dass er mit Kiep zumindest sehr eigenartige Geschäfte gemacht hat, im Blick auf Waldspenden. Geschäfte, mit denen ich nie was zu tun hatte, hat es ja nicht ernsthaft aufrechterhalten. Etwa von Schweizer Kunden, was so weiter war. Unvergessen für mich jener Augenblick, als er mich fragte, ob er nicht sicherheitshalber zurücktreten solle, ehe denn das Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen dazu zwingen würde. Ja, das behauptet er, das stimmt nicht. Doch Uwe Lütje meldet sich aus dem Ruhestand und bleibt bei seiner früheren Darstellung. Er vertraut sich dem Spiegel an. Lütje ist tief getroffen, weil Kohl ihn beschuldigt, selbst in eine schwarze Kasse gegriffen zu haben, und will auspacken. Ich habe gesagt, wir machen das am Telefon. Ich kann auch zu Ihnen kommen. Nein, sagt er, Sie machen das am Telefon. Er war damals schon sehr lungenkrank. Er hatte Lungenkrebs. Und bevor ich mit ihm anfing zu reden, habe ich ihm mal gesagt, ich mache das so, Herr Dr. Lütje, damit ich nichts verwechsle und was Falsches aufschreibe, lasse ich ein Band mitlaufen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, bin einverstanden. Lütje will kein Interview geben, aber den Spiegel mit Informationen versorgen. Die Niederschrift des Gespräches ist bis heute erhalten. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Mach mal einen. Wir machen ein Interview. Nee, Interview ist mit mir nicht zu machen. Es darf auch nicht offenbar werden, dass wir hier so lange miteinander telefonieren. Denn ich bin wirklich am Ende. Es gibt dann Momente, wo ich mich... Aber Sie wollen ihm immer noch eine Chance geben? Natürlich. Aber warum? Der Mann gibt ihm doch auch keine Chance. Nein, er hat mich verraten, er hat mich verkauft. Er hat mich behandelt wie den letzten Dreck. Und alles vor dem Hintergrund, dass er gewusst hat, ich war es, der ihn rausgerissen hat. Ja, ich war es, genau das. Weihrauch hilfsweise auch, aber der spielte keine so große Rolle. Was heißt rausgerissen hat? Aus dem Bonner Verfahren natürlich. Da bahnte sich die große Katastrophe an, was ich da gelogen habe. Das heißt, im Bonner Verfahren waren es auch die falschen Aussagen von Ihnen, Uwe Lütje, die ihm den Kopf gerettet haben? Ja, nur meine Falschaussagen. Dann haben wir also doch den richtigen Instinkt gehabt. Den haben Sie gehabt. Lütje kam mir vor wie ein getretener Hund, der seinen Herrn über alles liebte und verehrte und plötzlich aber sich zu Unrecht von dem ins Unrecht gesetzt sah. Und er hatte nichts anderes im Kopf, als wieder mit diesem Herrn und Meister ins Reine zu kommen, so komisch das klingt. Er hatte aber dann auch, angesichts seines nahenden Todes, das Bestreben und vielleicht ist es auch sein, er war ein gläubiger Katholik, er wollte sich sauber machen, er wollte so eine Art Beichte ablegen. Wir haben ihn allen Dreck und Scheißkram vom Halse gehalten. Wir haben ihn aus jedem Feuer herausgeholt. Und ich bin von ihm behandelt worden wie der letzte Dreck. Dass er mich für den großen Verräter hält, dass er mich für einen Drecksack hält, dass ich, Uwe Lütje, in die Kasse gegriffen habe, das streut Helmut Kohl in der Öffentlichkeit. Und mich jetzt von ihm derart bepinkeln und bescheißen zu lassen in der Öffentlichkeit. Ich habe für ihn gelogen, damit er Kanzler bleiben konnte. Uwe Lütje ist klar, es ist mehr als das System geheimer Kassen, das auffliegen kann, sondern auch ein großes Lügengebilde. Ein solcher Skandal hätte für Kohl und die CDU viel mehr Zerstörungskraft.
Die Geschichte von Kohls anonymen Spendern ab 93 ist klein im Vergleich zu dem System geheimer Kassen und Unwahrheiten, das ein Vierteljahrhundert umfasste. Dieses System kann man erahnen, wenn man Horst Weyrauchs Schweizreisen unter die Lupe nimmt. Besonders zwei Reisen im Winter 1992 fallen ins Auge. Der Geldkurier hatte insgesamt 900.000 Mark von einem Konto der Hessen-CDU abgehoben. Auch Kohls hessische Parteifreunde hatten ein illegales Spendensystem unterhalten. Kurz nach der Barabhebung bei den Hessen zahlt Weyrauch genau 900.000 Mark in Bar auf ein Konto der Bundes-CDU ein. Ein Hinweis auf eine Verbindung der illegalen Spenden der Hessen-CDU und Kohls Bundespartei. Bei einer Razzia werden Weyrauchs Reiseunterlagen beschlagnahmt. Doch für die Jahre 1996 bis 98 fehlen viele Abrechnungen. Wurden sie gezielt beseitigt? Sollte kaschiert werden, wie oft Horst Weyrauch Geld für Helmut Kohl aus der Schweiz holte? Sicher ist, 1998 gingen auch Schweizer Franken auf den geheimen Konten der CDU ein. Was von der Parteigeschäftsführung dann recherchiert wurde, Kohl hatte immer die Beträge gerade zur Verfügung, die auch irgendwo gebraucht wurden. Und das ist eigentlich eher für Spenden ungewöhnlich, weil man spendet einen Betrag X und sagt, mach damit, was du willst. Dass das genau der Betrag ist, den man gerade braucht, um eine Aktion der Sozialausschüsse oder sonst etwas zu finanzieren, das passt dann eher weniger ins Bild, aber so war es offenbar. Und das waren so Indizien, die darauf hindeuteten, dass das mit den Spendern eigentlich nicht wirklich stimmen konnte. Ich bin zutiefst überzeugt, dass es keine Spender gegeben hat, sondern dass es um schwarzes Geld ging, das entweder aus den Quellen der staatsbürgerlichen Vereinigung stammte oder aus einer anderen Quelle. Auch gegenüber der damaligen Generalsekretärin Angela Merkel und dem neuen CDU-Chef Schäuble bleibt Kohl eisern bei seiner Geschichte. Anonyme Spender, Ehrenwort. Vom geheimen Spendensystem, das er zwischen 1973 und 98 genutzt hat, kein Wort. Die neue Parteiführung muss selbst recherchieren. Nachdem wir ja die ersten Kenntnisse bekommen hatten über dieses verdeckte Kontensystem, war natürlich der Verdacht naheliegend, dass auch diese Gelder möglicherweise aus diesem System irgendwoher gespeist worden sein könnten. Kurz darauf gibt Wolfgang Schäuble, in einen eigenen Skandal verstrickt, die Parteiführung auf. Angela Merkel vollzieht den Bruch mit Helmut Kohl und steigt zur neuen Nummer 1 auf. Merkels CDU hat Kohls geheimes Spendensystem bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Und Wolfgang Schäuble? Er hat die Geschichte von Helmut Kohls Ehrenwort nie geglaubt. Doch er hat sich 15 Jahre Zeit gelassen, auf Kohls schwarze Kassen aus der Flickzeit hinzuweisen. Wer waren die Spender von Helmut Kohl? Es gibt keine. Es gibt keine? Ja. Wieso? Na, weil es aus der Zeit von Flick schwarze Kassen gab. Dann war das eine Konstruktion? Er hatte doch, ja klar, er hatte ja auch den Betrag, der war ja konstruiert, die 3 Millionen waren ja. Und so aus dem, was offenbar belegt werden konnte. Das können Sie übrigens in jedem Krimi immer verfolgen. Wenn die angeschuldigten Verdächtigen so eine Aussage meinen, die so gerade passen, dann wissen Sie, wie sie zustande kommt. Ist doch geschenkt. Warum sollte er das konstruieren? Er geht in die deutsche Öffentlichkeit, lässt die Hosen runter und sagt, ich habe Millionen. Vielleicht hat er auch Spenden bekommen. Wird ja sein. Vielleicht hat auch jemand sein Ehrenwort gegeben. Es ist mir wirklich wurscht. Aber schwarze Kassen waren sie auch. Schlimm, dass der Helmut Kohl, den ich schätze, über eine solche Sache seinen guten Namen beschädigt hat. Hat er beschädigt. Und leider seinen Abgang dadurch verdunkelt. Helmut Kohl hat große Verdienste. Um Deutschland, um Europa. Nach seinem Tod wurde er zu Recht als großer Staatsmann gewürdigt. Aber Helmut Kohl hat viele Geheimnisse mit ins Grab genommen. Vor allem die Geschichte der geheimen Kassen, die er ein Vierteljahrhundert genutzt hat. Eine Geschichte, die er den Deutschen verschwiegen hat, während er ihnen eine ganz andere Geschichte erzählte. Die Geschichte vom Ehrenwort.